In dem Projekt zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dein eigenes Computerspiel in Scratch programmierst, und zwar die fliegende Katze. Die Idee bei dem Spiel ist, dass die Katze über Pfeiltasten navigiert wird. Dabei fliegt sie durch den Himmel und muss an Hindernissen wie der Wolke und den Gebäuden vorbei. Und immer wenn sie einen Stern einsammelt, gibt es Punkte. Guck mal, wie gut ich das kann. Starten wir das Spiel und wir sehen, ups, da bin ich gegen ein Gebäude gefallen und damit, da habe ich keinen Punkt bekommen und das Spiel hört auf. Wir gucken mal, vielleicht schaffe ich es ja nochmal einen Stern einzusammeln. Nein, da war das Gebäude wieder schneller. Genau, und dann bekomme ich Punkte. Wie das geht, dafür nutzt ihr die Oberfläche Scratch. Und wir zeigen euch jetzt Schritt für Schritt, wie die Programmierung in Scratch funktioniert und ihr euer eigenes Spiel erstellen könnt. Los geht's!